So, und da wir gerade davon gesprochen haben, dieses, naja, es ist ganz niedlich gemacht, aber es ist halt schon, also ziemlich für mich sinnlos, das zu behalten. Sowohl von der Klasse als auch vom Zustand. Das ist ein geborgenes Schiff, was einfach, ich fand es urig, weil wenn man drin sitzt, erstmal hat es eine mega große Kanzel, da kann man fast drin tanzen. Unfassbar, wie groß das ist, ne? Da sieht man dann hier draußen diese, ja, Pods, sag ich jetzt mal, diese Triebwerke. Das ist schon cool irgendwie. Aber ihr hört schon am Systemklang hier. Hier ist einiges kaputt. Das Ding ist auch wirklich nur ein B-Klasse-Schiff und hier ist alles kaputt, wie ihr seht. So wie das üblich ist bei irgendwelchen geborgenen Schiffen. Hat jetzt nicht viel Wert für mich, wenn es hier rumsteht. Man kann ja auch nur 7 Schiffe, glaube ich, haben. Ja, und deshalb habe ich mich gerade entschlossen, nachdem ich hier mal alle Schiffe angekarrt habe, Wächterschiff 1, 2, ein S-Klasse-Schiff, was ich gestern vor die Füße geworfen bekommen habe, auf einer Raumstation ist gelandet, habe ich gleich geschnappt. Das ist mein Arbeitsschiff, das Einsteigerschiff. Und hier hinten irgendwo steht noch eins, man sieht es gerade nicht. Wo steht denn das? Ach, man sieht es gerade nicht. Hier hinter mir steht noch so eins mit einem Sonnensegel. Das habe ich einfach behalten, weil ich es cool fand von der Mechanik her. Es ist genug, es muss mal eins weg und das ist hier einfach eins, das ich sowieso niemals fliegen werde. Das ist auch eher wie so ein Bus, oder? Das ist so, als ob man Bus fährt oder LKW. So ein bisschen alter, klappriger LKW aus den 80er Jahren oder so kommt einem das vor. Das werden wir jetzt mal zur letzten Fahrt, zur letzten Tour führen. So, wir fliegen noch mal eine Ehrenrunde mit dem Ding, ne? Da oben ist mein Hauptschiff, mein Frachter, und man sieht da oben die Schatten von den ganzen Fregatten, die ich mittlerweile rekrutiert habe. So, wir fliegen dann noch mal eine Ehrenrunde um meine Basisstation. Das ist so wie so eine Runde um den Eiffel Tower, oder? So ein bisschen. Da unten steht dieses komische Sonnensegelschiff, da unten. Ja. Die beiden Wächterschiffe sind schon cool, auch von oben. Das S-Klasse-Schiff sieht irgendwie aus wie, weiß nicht, ne? Ist schon eine merkwürdige Form, aber hat was Cooles. Ja, so viel dazu. Hat sich ganz schön ausgebaut über die ganzen Jahre, sag ich schon. Monate. So, dann gucken wir mal. Hier war ja auch irgendwo eine Raumstation, bin ich mir ganz sicher. Hatten wir doch hier. Genau. So, da werden wir jetzt andocken. Wie lange? 30 Sekunden, 20. Dann machen wir das ein bisschen anders. Chaka, chaka. Cool aussehen tut es schon, ja, so im Flug, ne? Geht schon. Ja, aber man kann nicht alles behalten. Man muss sich auch von Sachen trennen, ne? Mein Kumpel hat sich gerade. Nein, sag ich jetzt nicht. Dober Scherz. So. Der Eingang ist natürlich mal wieder auf der anderen Seite, wie üblich. Kupfer. Das können wir auch nachher mal eben anfliegen, weil wir brauchen noch ein bisschen zum Umwandeln. So, und tschüss.
So. Für die, die es noch nicht wissen oder sich fragen, wie geht denn das? Ach so, übrigens, nicht wundern. Wenn ihr nicht hier nicht aus dem Raumschiff, ich habe eigentlich das erste Mal hier drin gesessen und habe gedacht, ich komme nicht raus. Jetzt muss ich hier drin sitzen bleiben und schlafen. Nein, das ist nicht zum Hochheben. Man muss es bei dem Raumschiff nach außen drücken. Öfter mal was Neues. So, links, oder? Links? Ich vertue mich immer mit den Seiten. Also nicht mit rechts, links, habe ich keine Schwäche. Ich vertue mich immer nur, wo was ist auf der Raumstation. Ja, links. So, wie verschrotte ich dieses Schiff? Ganz einfach. Ich gehe hier zu diesem Terminal. Raumschiff-Ausstattung. Und hier kann ich aber auch sagen, nee, nicht ausstatten. Ich möchte Schrott im Wert. Wobei, vor mal eben reingucken ins Inventar. Man sollte schon im Exo-Anzug ein bisschen Platz haben. Haben wir gerade. 1, 2, 3, 4. Ja, haben wir noch. So ein paar Plätze sollte man im Exo-Anzug frei haben. Weil der Schrott einem nicht überwiesen wird, sondern man kriegt das größtenteils in Form von irgendwelchen Inventar-Items, die man dann verscheuern muss, verkaufen muss, hier an dem Terminal auf der anderen Seite. So, wir sagen jetzt, ja, Schrott im Wert von 1,8 Millionen Chaka. Das ist auch der kleine Unterschied. Das Ding ist 1,8 Millionen wert. Ich hatte auch schon mal eins mit 2,56. Das Wächterschiff ist, glaube ich, was habe ich gesehen? 35? Nee, noch mehr. 35, 36 Millionen wert? Oder noch mehr? Ich habe es schon wieder vergessen. So, Bergungsdrohnen wurden entsandt. Die haben das Raumschiff jetzt sich angeguckt. Es wird sofort auf Schrott hin untersucht. Geborgene Komponenten werden automatisch zum Kunden-Expo, Exo-Expo, Exo-Anzug hinzugefügt. Chaka. So, jetzt geht's da oben. Ba, 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 ba. Habt ihr gesehen, da oben Nano irgendwas? Hast du nicht gesehen? In dem Augenblick, wo ihr verschrottet, seht ihr gleich, erscheint euer Hauptschiff wieder. Das steht jetzt da hinten schon wieder im Hangar. Also ihr strandet hier nicht. Keine Angst. So, wir gehen jetzt hier weg. Gucken jetzt mal in unser Inventar rein. Ups. Ja, da hat sich irgendwas getan. Ich glaube, das ist auch neu. Nee, warte, das war. Ich weiß es nicht mehr. Das da? Genau. Ich glaube, das war auch nicht, oder? Ich hätte einen Screenshot machen sollen. Nee, das war vorher schon da. Oder? Da, Wächtergrenzkarte. Genau, Wächtergrenzkarte ist neu. Nee, das ist, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daher kam. Ich glaube es aber nicht, weil das war vom Wert her zu schwach. So, wir legen mal ein paar Sachen noch ab. Das kommt in den Frachter. Und das können wir auch mal eben zerstören. Bam. Nochmal Straßenköter Bronze. Wo ist die denn gelandet? Wo ist die denn gelandet? Oder war das nur die Anzeige von eben? So, wir gucken nochmal durch. Irgendwo muss jetzt der Wert sein. Das war vorher schon da alles. Das weiß ich nicht. Die waren auch schon da. Ich gucke gerade. Ich gucke. Das ist neu. Oder? Das war alles schon da. Ja, ich weiß es nicht. Ach, ich bin auch doof. Wir sind im Raumschiff-Inventar. Gerade ist mir eingefallen. Ich habe eben auch an der falschen Stelle geguckt. Ja, sorry Leute, ich bin im Augenblick ein bisschen daneben, weil ich auf einen Termin warte, auf einen unangenehmen. So, das kann in den. Ach so, das kann in den Frachter. Ja. Das stört. Boah, ist das alles voll hier. Was haben wir denn da?
Das hatten wir schon. So, wir fangen mal oben an, ob wir irgendwas sehen. Die Dinge habe ich auf alle Fälle schon gehabt. Die Karten kann man mal ein bisschen zusammenschieben hier. Noch sehe ich nichts Neues. Das ist neu. Nanokabelspule. Das ist definitiv neu. Das stand da auch. 360. Kann es aber noch nicht sein. Da waren auch ein paar von bei. Kann es aber auch nicht sein. Da, subatomarer Regler. Da haben wir es. Subatomarer Regler allein sind schon 940.000 Units. Und dann hier wieder verwertbare Schaltkreise. Achso, wir lassen die nebeneinander. Das sind die beiden. Ja, 940 und 520. Ja, das sind die. Nehmen wir es die Hauptbestandteile. Kann sein, dass irgendwo noch Kleinigkeiten abgefallen sind. Ja, Raumschiff, Start, Dings, die können dahin. Was haben wir hier noch? Ne, das war alles vorher schon, meine ich. Oder? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Das ist das neu. Ne, Sturmkristalle. Wow, die sind ja mal richtig was wert. Das hätte ich nicht gedacht. Gut. Und das hatten wir alles schon vorher, denke ich. So, das soll es gewesen sein. Denke ich mal. Die anderen Sachen sind alle. Das war alles schon vorher da. Oh, das geht zur Neige. Aber man kann ja jederzeit Wächter killen. Und dann geht er jetzt im Prinzip nur noch zu diesem Terminal da hinten. Ne, Moment. Ich will euch nichts Falsches erzählen. Nein. Ich habe euch nichts Falsches erzählt. Das Terminal ist auf der Seite. Ich muss immer suchen. Ich kann mir nicht merken, auf welcher Seite was ist. Ja, egal. Da ist es. So. Jetzt gehen wir zu dem Terminal hin, zu dem Handelsterminal und sagen verkaufen. Exo-Anzug ist richtig. Nein, Sturmkristalle werden wir nicht verkaufen. Jetzt müssen wir wieder gucken. Geborgene Daten, nein. Subatomarer Regler, da. 900.000. Schuss. So, und das zweite war. Nein, Singularitäts kennen wir es nicht. Da, Nanogabelspule. War es das? Nee. Da, wiederverwendbare Schaltkreise. Tschüss. So, und damit haben wir im Prinzip dann die 1, hast du nicht gesehen, Millionen, 1,8 Millionen oder was, über den Daumen von dem Dingen eingesackt und können uns mit unserem eigenen Raumschiff hier, was uns wieder zur Verfügung gestellt wird, ne, automatisch, können wir uns wieder auf den Heimflug begeben. So viel zum Thema Verschrotten eines Raumschiffs.